Ihr Lieben, willkommen mit Folge 36 unseres Let's Plays von Guild Wars 2 mit unserem Charakter Rufus Rauchtatze, dem Wiedergänger, der durch Tyria läuft. Und wer gedacht hat, das Let's Play ist zu Ende, weil kommt keine Folge mehr, falsch. Da kommen noch eine ganze Menge Folgen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Was mir wichtig ist, ist, dass ich euch kurz erkläre, warum Freitag keine Folge kam. Denn ich hatte zu tun und es war wichtig und es war kurzfristig und mehr Excuses gibt es von meiner Seite nicht. Deswegen gibt es heute Folge 36 und morgen Folge 37 und dann versuche ich mal ab nächster Woche wirklich zwei Folgen die Woche zu bringen, weil das Spiel ist es wert. Darüber hinaus konnte ich die Zeit auch sinnvoll nutzen, indem ich mir das hier besorgt habe. Gab es beim Gebrauchtgreifenhändler. Und das hier habe ich mir auch noch gerade besorgt. Das gab es beim Gebrauchtkäferhändler. Sodass ich jetzt bestens ausgerüstet bin, um von diesem Berg runterzufahren. Das werden wir jetzt auch direkt mal machen. Ich kann euch eins sagen, es gibt nichts, absolut überhaupt nichts großartigeres als mit dem Rollerkäfer durch Tyria zu rasen. Ganz ehrlich, es ist großartigster Scheiß. Es ist wirklich so geil. Ich bin so froh, dass ich das Vieh habe. Ihr müsst aber tatsächlich gar nicht den Rollerkäfer haben. Es reicht wirklich, die Free-to-Play-Version zu haben. Und mit der Free-to-Play-Version geht ja einfach zu diesen Rennen, die da veranstaltet werden und geht da zu diesem Azura, da könnt ihr dann für wenig Silber einfach einen Rollerkäfer ausborgen, was super geil ist. So. Und für alle diejenigen, die jetzt hier reingeklickt haben, weil sie ein bisschen Action wollen, ja stimmt, das ist richtig, gibt's auch. Problem bei diesen Mounts ist, dass man tatsächlich nur noch reitet, fliegt, springt oder was auch immer. Jetzt bleib halt mal stehen. Ich habe extra den weiten Weg gemacht. Nur um dich zu vermöbeln. Fass das nicht an. Jetzt gehe ich doch einfach hin und schmeiße dieses Fass auf diese Schützin und springe dann behende mit meinem Fleischermesser in ihren Rücken. Hallo, ihr da. Hallo. Großartig. Oh, Bierzelt-Stimmung. Wo ist denn hier das Bierzelt? Ich möchte gerne zelten. Aber da liegen Welten zwischen uns. Was ist denn das da? Lebensmittelvorräte. Der Vorhaut habe ich erst gelesen. Ja, wo bin ich denn eigentlich? Für diejenigen, die jetzt denken, es sind 3 Wochen oder 5 Wochen vergangen oder was auch immer. Wir machen hier mal die Felder der Verwüstung fertig. Heute nicht. Aber wir machen sie fertig. Wir machen sie so fertig. Und dann bin ich der Meinung, wir sollten ab 50 die Story weiterspielen. Das werden wir auch tun. Oh, was ist denn hier los? Hallo. Ja. Ich bin ja grundsätzlich ein Freund fröhlicher Farben. Ja, fröhlicher Farben. Nicht des fröhlichen Farmens. Das ist was anderes. Aber die beiden Gesellen hier. Das ist doch hier Elektropink, ist das doch, oder? Sieht aus wie Elektropink. Ehrlich. Es wirkt ein bisschen wie Elektropink. Ich glaube, ich muss das Spiel ein bisschen leiser machen. Mache ich jetzt auch. Sonst hört er mich nicht mehr. Ja, natürlich. Ich sterbe hier. Aha. Klar. So, ja. Folge hat gerade angefangen. Und ich gehe drauf. Ja, ja, natürlich. Gibt's denn hier einen, der irgendwie ein bisschen weniger hat? Ja, danke. Ja, ist toll. Ich bin doch ein Wiedergänger, da muss ich doch wiederkommen können. Jungs. Das muss doch gehen. Gibt's doch so eine, bestimmt so eine Wiedergänger-Taste. Gut. Sei's drum. Dann springe ich halt einfach mit meinem Dino hier rein. Ist mir egal. Was haben wir für ein Level? Dass ich hier so versage. Kann gar nicht sein. Oh, komm her. Bam.
Das noch und das noch und das noch. So. Ah. Vor allem nehmen die gar keinen Schaden. Reflektieren die alles oder was? Ja, offensichtlich reflektieren sie es alles. Was sehr angenehm ist, denn dadurch kann ich halt keinen hier umhauen, was echt blöd ist. Jetzt lass mich halt wenigstens mal die Heilung raushauen. Danke. Ja, danke. Du bist als Nächster dran hier. So, zack. Und jetzt du. Bam, 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 bam. Explodiert beim Tod. Ja, das ist natürlich toll. Und das... Ja, aha. Puh. Puh, geh weg. Geh weg. Was ist das für Typen? Was mache ich denn mit den Blutsteinfragmenten? Oh, werft eine Scherbe auf das Ziel. Ah. Gleich mal ausprobieren. Mann. Boah, ich hab voll Puls. Gibt's doch nicht. So. Ich wollte ja eigentlich... Ja, mach ich gleich. Ich weiß, sag ich immer. Jetzt habe ich die verbraucht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte die eigentlich gebrauchen. Aber ich habe doch mehr von denen aufgehoben. Vielleicht sind die in meinem Inventar. Moment. In meinem Char-Inventar. Ah. Cool. Warum benutze ich den nicht? Ist das ein Wasseratmer? Nee, ist doch Rüstung schwer, selten. Ach, das ist ein Wasseratmer. Hat einen eingebaut. Tatsächlich. Oh, da steht Kopfrüstung. Muss ich das jetzt verstehen? Moment. Das ist nicht meine Kopfrüstung. Das ist tatsächlich ein Wasseratmer. Das ist ja... brachial. Ich bin sprachlos. Okay. So, also. Ich mache jetzt erstmal das Herz hier. Ich mache jetzt mal was fürs Herz. Und dann... bis ich das hier fertig habe, was nicht mehr lange dauern kann, schaue ich mir mal meine Reittiere an, wie ich die einfärben kann. Colorizen nennt man das ja hier im neuen MMO-Neudeutsch. Da. So, und da habe ich doch hier großartige Farben. Und... so. Nicht alles passt. Sag ich ganz ehrlich. Also beim Greifen, ja, kann man nicht machen. Ja, geht nicht. Ja, das ist doch hier schon mal... Wow. Roller. Rollerkäfer. Der Rollerkäfer. Was nehmen wir denn da? Nicht irgendwas Leuchtendes. Primel. Ich bin ja für Elektropink. Ja? Oder Elektrolila. Wobei die Farbe hier hat auch was. Das Blau ist auch super schön. Ich glaube, wir bleiben mal beim Gelb. So. Blau habe ich noch gar nicht. Auch bei meinen anderen Charakteren nicht. Das ist eigentlich egal, wie ihr den färbt. Den benutzt ihr eh relativ selten. Kann ich mal lila machen, ne? Genau. So, mein Häschen. Häschen-Popäschen. Das ist schon... ist schon echt schick. Nicht. Da fehlt noch mehr Glänziges, finde ich. Könnte man noch ein bisschen mehr Glänziges drauf machen. So zum Beispiel. Ja. Fein, fein. So, und der Dino kommt zum Schluss. Der wird orange. Wobei, beim Dino kommt die Farbe irgendwie nicht so richtig geil raus. Finde ich. Das muss halt auch alles so ein bisschen passen. Zu so einem Urzeitviech. Ich meine nicht mich damit. Oh ja, und es ist Wintertag. Es ist Wintertag schon wieder. Genau, und deswegen machen wir hier diese fröhlichen Geschenke auf. Ich bin immer noch erkältet. Tatsächlich. Oh, ja, das wäre jetzt natürlich gut, wenn man hier so auf sein Dino könnte. Was ich natürlich nicht kann.
weil ich nicht reagiert habe rechtzeitig. Aber geht auch so, glaube ich. Sehe sich so krass. Die Skrit. Glänzig. Bam, bam, bam. Ja, komm her. Es tut mir leid. Ja, da fällst du um. Habe ich ins Gesicht gehustet. Praktisch. So, wir waren beim Herz. Ui, das Wasser. Wasser. Was kann man denn hier noch machen fürs Herz? Moment mal. Baldrian sammeln. Warum wird mir das eigentlich nicht angezeigt? Oh, ich habe die falschen Sammelwerkzeuge. Ganz toll. Warum werden mir die Namen nicht angezeigt? Wann habe ich das ausgeschaltet? Alle Namen. Verwendbare Objekte zeigen. Ne, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Aber normalerweise, egal. Dann lassen wir es so. So, Ebon Forward. Hauptmann Jones. Ich will sie nichts anderes fragen. So, hier kann man doch bestimmt irgendwas machen. Hallo. Wie kann ich helfen? Geht nach Süden in die Nähe der Steine. Dort müssen sie sein. Beeilt euch, Schwester Lambert. Nee, glaube ich auch nicht. Eine Armee zu kurieren? Oder meinst du, deine Arme zu kurieren? Hier, sie ist das doch hier, ne? Schwester Lambert, ja klar. Machen wir das mal. Vorräte der Abtrünnigen. Mein Inventar ist natürlich voll. Logisch. Wie soll es auch anders sein? Wäre mal ganz was Neues. Ne. Schmeißen wir gleich mal raus. Handwerksmaterial. Ich muss gleich mal das Inventar aufräumen. Ich muss so viel machen. Furchtbar. Oh, ich sag euch, das war so aufwendig, diesen Greifen zu besorgen. Und es war so aufwendig, diesen Rollerkäfer zu besorgen. Aber mir ist es immer noch lieber, als wenn man irgendwie alles in den Allerwertesten geschoben kriegt. Weil man hat nachher dann noch gar keine Wertschätzung dafür. So, bam. Keiner hat Giftgegenmittel abgegeben bisher. Das ist ja schön. Ha. Toll. Wie viel geht denn das jetzt hoch? Bitte. Muss ich jetzt 10 oder so von den Dingern da sammeln? Sonst geht das ja gar nicht weiter. Was ist denn los? Egal. Hilft ja nix. Ich kann in der Zeit auch nochmal auf die Karte gucken. Eine Menge Herzen. Der Rest ist im Prinzip unter ferner Liefen und wird so mitgenommen. Weil die Herzen sind halt, ja, aufwendig. So, Gegenmittel. Gegenmittel. Ist auch noch eins. Ja, hast du gesehen, es juckt mich gar nicht, dass du auf mich schießt. Das ist mir völlig Wumpe. Da, zack. So, Mädel. Komm. Das muss reichen. Hier. Danke. Das reicht natürlich nicht. Klar nicht. Ich brauche noch 5. Da war ich schon dran. Und meine Fingerabdrücke dran. Ja, aber so viele Möglichkeiten gibt's hier nicht. Hallo. Felsenhund. Aber das Herz ist wenigstens fertig.
Was habe ich denn da noch? Es ist nur in den Kisten drin, habe ich das richtig verstanden? Und es droppt doch gar nicht? Ach, Freunde. Es macht doch keinen Spaß. Da geht's raus. Die Höhle ist nicht so groß. Da oben ist noch irgendwas. Hier, so. Da so. Na komm. Ich wollte heute von der Karte noch was zeigen. Es dauert alles wieder hier. Ja, ne, da ist kein Dings drin, ne, wenn ich das richtig sehe. Kein Gegenmittel. Also weder in den Scharen noch in den Raupen. Was echt jetzt schon so ein bisschen unangenehm ist. Dann habe ich jetzt auch gar nichts für sie. Ja, wo sollen denn da noch welche sein? Hier ja bestimmt nicht. Aber ich könnte mal nach oben gucken, was da für ein Loch ist. Da war ja ein Loch. Zack. Ach, was haben wir so früher so abgemüht hier von A nach B und auf dem Berg drauf. Und mittlerweile ist das alles so easy peasy. Achtung! Hui! So. Also mehr ist die Höhle gibt's nicht. Ist so. Also kann ich auch nicht mehr Gegenmittel abgeben. Oh, ist ein bisschen mager vielleicht. Kann ja der Shuri da vorne, der andere Spieler, die Kisten auch noch plündern. Das wäre ja durchaus sinnvoll. Wenn der seinen Kram auch noch abgibt, dann hätten wir, glaube ich, die 10. Ansonsten sehe ich hier keine andere Kiste mehr. Ja, da sind noch Vorräte der Abtrünnigen. Da sind noch Vorräte der Abtrünnigen. Ja, jetzt sehe ich die natürlich. Ah, er hat abgegeben. Ich wollte das jetzt nicht... Leute. Ich bin hier in einer wichtigen Mission. Ich kann jetzt nicht hier Eisenerz einsammeln. Regel Nummer 1, wenn du beschossen wirst, kill erst die Raupe, die dir gar nichts tut. Dann kümmere dich um denjenigen, der dich mit der Waffe beschießt. Das ist immer der beste Weg für alles. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen hier. Der halbe Server gibt jetzt hier seinen Kram ab. Das geht natürlich gar nicht. So, hopp, gib mir das. Wo ist da noch mehr? Hab ich das nicht gesehen? Da. Zack. Nee, jetzt hör auf. Hör doch mal auf abzubauen. Da. So. Zack. So. Na ja, komm. Das müsste es ja sein. Das ist immer noch nicht. Klar, weil jetzt hier mehrere Spieler sind. Jetzt dauert das nochmal extra lange. Oh Freude, oh Freude. Da, Vorräte der Abtrünnigen. Bam. Ja, geh weg. Geh heim zu Mami. Aha. Mhm. Wer ist er denn? Ogerjägerin. Aha. Was? Legionär was? Aber ich will jetzt hier erstmal... Hier hat hier so einen Rollerkäfer rum. Ui, fertig! Das ist ja schön. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Jetzt stehen sie alle hier rum. Ich denke, es gibt dann auch noch ein Event. Also es läge ja nahe, ne? Vielleicht könnte ich in der Zeit ja mal mein Inventar hier dingensen. Ah, oh Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Boah. Ich mach das hier mal raus. Jetzt habe ich aber kein Wiederverwertungsset. Doch, hier. Hm. Bam, 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 bam. Mach die blauen Sachen jetzt einfach kaputt. Weil blau ziehe ich eh nicht mehr an. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern... Blau ist einfach, minderwertig. Oh, das ist ja besser als das Grün, was ich habe. Ich habe nichts gesagt. Dann kann ich das jetzt wieder nicht entdingsen. Ach, Mensch. Das kann weg, das kann weg. Axt. Ja, nee. Ich fühle mich jetzt viel besser. Ist das so? Das freut mich. Vielleicht kann mir mal einer erklären, warum ich ständig hier das Zeug nicht werten kann. Das geht einfach nicht. Das betrifft, glaube ich, nur Sachen, die ich schon mal getragen habe. Aber früher konnte man die doch verwerten. Macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ah. Toll. Da waren sie alle, meine Wiederverwertungssets. Toll. Ja. Das. Ich hab noch abgeben können. So, na denn. War das eine Folge? Irgendeine Folge oder was? 289. Kolben. Keine Folgeaufgabe. Eine Aufgabe, der ich folge. Nein? So, dann werden wir uns jetzt hier mal systematisch... Da ist so ein Reparatierding. Was ist denn heute los? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ihr hattet was von Reparieren gesagt. So. Du hast bestimmt Wiederverwertungssätze. Gott. Wie drei. Wie viel hast du jetzt gekauft? Drei. Gott, das reicht. Auf was warten die denn hier? Ach, ist mir egal. Ich gehe jetzt dahin. Zwei Fliegen auf einen Streich. Ja, schön drüber fliegen. Seht ihr? Ah. Hätte ich nicht gedacht. Was müssen wir denn hier machen? Erledigt die Separatisten. Spornt die grantigen Soldaten an. Trainiert mit den Truppen. Repariert die Minen. Sowie Mörser der Charl. Mörser der Charl. Ah. Gut. Dann machen wir das. Mörser der Charl. Sind sie denn? Mörser. Oh, da. Was müssen wir denn da machen? Ah. Nur anklicken. Das ist nicht viel. Das kann ich. Was? Was? Oh, das geht ja recht flott hier. So, sind die demotivierten Soldaten? Ich sehe keinen. Die da? Nein. 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 Kann eigentlich nur hier sein. Da ist sowieso noch ein Dings, eine Sehenswürdigkeit. Mal hier eben mit greifenden Airlines drüber fliegen. Uah. Bloß nicht nass werden lassen. Ihr kennt das vielleicht noch, wenn ihr in den 80ern groß geworden seid. Wenn nicht, guckt mal die Gremlins. Nicht nach Mitternacht füttern und nicht ins Wasser halten.
Wir machen es natürlich trotzdem. So. Ich könnte jetzt rein theoretisch auch die ganze Zeit Separatisten vermöbeln. Das könnte ich machen. Das würde funktionieren. Ah. Aber erstmal, wo ist das Geschenk? Was gibt Schöneres am Wintertag als Geschenke? Ah, zack. Wobei ich mich immer so ein bisschen schwer tue, ganz ehrlich, mit den Erfolgen. Ja, kann man mal kurz drüber reden. Vielleicht hat ja der ein oder andere eine Idee. Man soll ja die Geschenke an die Waisenkinder verschenken. Da kann man so Geschenkpapier kaufen. Und ich habe auch Geschenke gefunden, die man verpacken kann. Aber ich habe keine Ahnung, wie man aus den verpackten, nicht verpackten Geschenke verpackte Geschenke macht. Und dann weiß ich auch nicht, wo die hin müssen. Das wird mir nicht erklärt oder ich habe es nicht gelesen. Wahrscheinlich bin ich einfach zu doof. Es wäre so schön, was sind so Erfolge, die mir noch fehlen. Hier irgendwo. Ah, übrigens. Punkte. Punkte. Sehr gut. Da, 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 da. Ja. Kann ich ja nur das hier. Das nehme ich auch direkt. So, dann gucken wir mal in den Erfolgsbaum. Punkte, Punkte, Punkte. Historisch. Nebengeschichten. Festivals. Wintertagsbräuche. Null. Wundersame Werkstatt. Das Spielzeug macht Sticks. Naja. Winterpräsenz. Schneeballschlacht. Moh. Gefrorene Klaue. Spielzeug. Qualitätskontrolle. Spielzeugkalypse. Habe ich aber auch schon gemacht. Spielzeugkalypse. Da. Geschenkpapier habe ich aufgehoben. Ja, ist wirklich schwierig, ist es. Und es kostet alles so viel Zeit, leider. Hier immer alles so. Wie kann ich denn jetzt hier mal das Herz fertig kriegen? Ah ja. Tar! Steh auf und kämpfe! Genau. Geht ja hier nix ohne Kämpfen bei denen. Gar nix. Wenn man hier abends das Fernsehprogramm aussucht, dann wird erstmal gefightet. Der Gewinner nimmt dann den blauen Bock oder so. Was eh keiner sehen will. Charles in Wonderland. Ja, was rennst du denn immer hier hin? Wir können doch da hinten kämpfen, da am Stein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ah, toll. Noch einen. Da. Der rennt auch hier darüber. Zack. Haha. Fein, fein. Mehr als die Hälfte. Und ein Level up. 43. Ah, es geht alles so gut voran hier. Toll. Wir konsultieren die Karte und gucken mal, wo es weitergeht. Ich würde hier dieses Vista dann mal mitnehmen wollen. Vista. Und dann würde ich hier die Runde drehen. Kann man hier, ne, was? Rechtsklick. Da so, hier so und dann hier so hin. Wobei, das Gebiet ist auch relativ groß noch. Also, dieses ganze Gebiet ist das. Ja. Da ist noch eine Menge zu machen und hier ist noch eine Menge zu machen. Das haben wir schon gemacht. Also ich denke schon, dass wir hier oder in den Brand, das wäre dann im Brand. Ja. Weiß nicht, ob ich da schon hin will. Da unten gibt es auch noch was. Da ist auch noch ein Herz offen. Na, dann lasst mich erstmal das Vista. Vista? Ja, irgendwann ist er alt. So alt wie ich.
So, ist das Vista? Wo ist es? Da ist es. Na, pass auf. Da war ich da nicht eben schon mal? Doch. Warum habe ich das nicht mitgenommen? War ich zu feige? Komm her. Ah, ist das toll, wenn man hier nicht mehr hochlaufen muss. Großartig. Ja, wupp. Schön, schön. Na, das ist doch ein hervorragender Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden. Folge 36. 36? Ja. Verzeiht mir, wenn es nicht so ist. Ja, lass uns das mal machen. Und in der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Hier, entweder hier oder wir machen das hier mal fertig. Weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, für euren Daumen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann hinterlasst ein Abo nochmal und empfehlt mich euren Freunden. Und wir sehen uns dann morgen, weil heute ist Donnerstag und morgen ist Freitag. Da kommt ja die reguläre Folge Guild Wars 2 und da schauen wir dann mal weiter. Bis dahin, macht's gut. Ich freue mich auf euch. Tschüss.